Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Jens der Herms ist mein Name von der ProKlima Forschung und Entwicklung. Ich stelle Ihnen heute eine unserer Produktneuheiten fürs Jahr 2017 vor. Und zwar geht es heute um die Anschlussschnur von der Rolle, den Orkon Multibond. Der Orkon Multibond ist ein Verbindungsmittel, was benutzt wird, um die Luftdichtigkeitsebene auf der Innenseite bzw. die Winddichtigkeitsebene auf der Außenseite fest mit flankierenden Bauteilen zu verbinden. Die Bauteile können sein USB-Platten, gehobeltes, sägeraues Holz, Putzuntergründe, Betonuntergründe, Steine, alles, was man so auf der Baustelle einfach vorfinden kann. Der große Vorteil ist, dass der Kleber sofort nach dem Auftrag von der Rolle seine Klebkraft aufbauen und ausfalten kann. Das heißt, ich weiß schon, wenn ich die Baustelle verlasse und ich habe die Bahnen mit dem Orkon Multibond in den Untergrund verklebt, dass ich eine feste Verbindung geschaffen habe und ich muss keine Trocknungszeit mehr abwarten, wie ich sie bei den normalen Kartuschenklebern vorfinde, die je nach Witterung natürlich ihre Klebkraft erst nach einigen Stunden bzw. einigen Tagen, ein, zwei Tagen aufgebaut haben. Klebetechnisch ist der Kleber eine Weiterentwicklung von unserem Solid-Kleber, den Sie von den Tescon-Klebebändern kennen, ist produkttechnisch und maschinentechnisch fortgeführt worden, sodass wir jetzt diese Klebstoffdicken in einem Auftragsverfahren auf 3 mm ausweiten können und wir damit die Dicke einfach erreichen, die man braucht, um Unebenheiten von den flankierenden Bauteilen auszugleichen bzw. um Bauteilbewegung aufnehmen zu können. Verarbeitung von dem Kleber ist relativ einfach. Ich bringe ihn direkt von der Rolle auf dem Untergrund auf und kann ihn dann mit dem Cutter sehr leicht abschneiden. Ich reibe ihn fest, dass der mit dem Untergrund verbunden ist, verlege dann die Luftdichtigkeitsbahn und wenn ich dann zum Verkleben dieses Bereichs komme, dann entferne ich einfach das Transferpapier, nehme die Luftdichtigkeitsebene, die Luftdichtigkeitsbahn, reibe sie, drückt sie fest an den Untergrund an und hier können Sie schon sehen, wenn ich da mit dem Finger rübergehe, dass durch diese Elastizität des Klebers der Kleber tief in den Untergrund eingedrückt wird und das Vorteilhafte ist einfach, wenn ich durch die grüne Färbung kann ich immer kontrollieren, gerade wenn ich mit der Intello arbeite, habe ich alle alle Bauteile auch luftdicht abgedichtet, sodass ich visuell oder beziehungsweise der Architekt und Bauherr sehen kann, dass die Arbeit gut durchgeführt worden ist. Jetzt sieht man, dass ich direkt nach dem Verkleben auf der USB-Platte schon eine sehr feste Verbindung geschaffen habe. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr hohe Anfangsfestigkeit. Aber die Eigenschaft unserer Solid-Kleber ist die, dass wir die Klebkraft über die Zeit noch verstärken. Das heißt, je länger der Kleber auf dem Untergrund ist, desto stärker wird er sich mit dem Mikromolekular verkrallen und die Verbindung des Klebers wird einfach noch deutlich stärker werden. Hier habe ich mal eine Verbindung drauf, die ist jetzt schon 2-3 Tage alt und wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann sehe ich einfach, dass der Kleber absolut fest sich mit dem Untergrund verbindet. Toll ist, gerade jetzt, weil wir Winter haben, ich kann den bis minus 15 Grad verarbeiten und auch im Sommer, wenn ich die Rolle mal im Auto liegen lasse und mir die Sonne auf die Windschutzscheibe knallt und ich habe innen mal 50, 60 Grad Celsius, selbst dann ist die Kleberaube noch leicht von der Rolle zu lösen und ich kann sie anwendungsfreundlich und schnell einfach verarbeiten. Ein Beispiel noch zum Abschluss. Porenbeton ist ein sehr schwer zu verklebender Untergrund. Auch hier habe ich mit dem Multibond eine schnelle Verbindung geschaffen. Und auch wenn ich hier noch mal ganz kurz die Anfangsklebkraft demonstrieren darf, geht es genauso. Ich bringe den Kleber direkt von der Rolle auf, kann ihn leicht mit dem Cutter kürzen, reibe ihn einmal kurz mit dem Untergrund an, entferne das Transferpapier, nehme vielleicht auf der Außenseite meine Solitex Mento-Bahn, bringe die Mento auf den Untergrund in die Kleberaube auf, reibe sie fest an. Und ich habe dann, selbst bei Porenbeton, was ja sehr schwer zu verkleben ist, schon eine absolut feste Verbindung, die sich über die Zeit einfach noch verstärkt. Ja, soweit kurz zum Orkon Multibond. Unser Anschlusskleber von der Rolle, der Ihnen einfach dabei unterstützt, Ihre Arbeit noch schneller und mit einer hohen Qualität auszuführen. Der dafür sorgt, dass Sie, wenn Sie die Baustelle verlassen, die Verbindung schon dicht ausgeführt sind. Ich hoffe, ich habe Ihnen Lust gemacht, das Produkt mal auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.